Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Und wir stehen kurz vor dem spannenden Moment. Was ist drin in der Truhe? Werden wir jetzt das Buch finden? Und ja, wir probieren es. Sage öffnen. Öffnen! Das war das letzte Siegel. Okay. Das ist es. Das hier ist nicht der richtige Ort, um solch ein Buch zu lesen. Ich gehe zu meinen Freunden, ans helle und warme Feuer. Ich hoffe, die sind noch da. Das ist also dein Plan? Ziemlich riskant. Ich weiß. Aber selbst wenn ich das Buch zerstöre, findet Munkus früher oder später eine andere Abschrift. Wir müssen die Maschine im Tempel und den Zauberstab zerstören, wenn wir jemals sicher sein wollen. Und hiermit locken wir ihn an. Ja, wie wär's, wenn du einfach eine Kopie nimmst? Oder so tust, als sei das das Buch? Oh. Ja, fragen wir mal, was sie jetzt machen. Was werdet ihr tun, wenn Timmy und ich aufgebrochen sind? Der Bürgermeister war hier. Hat einige Zeit gedauert, bis er sich näher als 10 Schritte an uns herangewagt hat. Aber ich glaube, er fasst langsam Vertrauen. Er meint, im Dorf würde ein Handwerker gebraucht werden. Und er hätte von dir gehört, dass Nate und ich so ziemlich alles reparieren können. Das klingt großartig. Ihr könntet sogar die Werkstatt des Handwerkers übernehmen. Es ist niemand mehr da, der euch das Haus streitig machen würde. Wir gehen runter, sobald ihr weg seid. Der Bürgermeister hat uns auf ein Glas Wasser eingeladen. Bestimmt Weihwasser, um auf Nummer sicher zu gehen. Den Test werden wir schon bestehen. Passt gut auf euch auf, ihr drei. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben dir zu danken, Wilbur. Du hast uns geholfen, als niemand anderes uns beachtet hat. Und du hast andere dazu gebracht, uns zu helfen. Wenn wir das nächste Mal jemand sehen, der Hilfe braucht, werden wir ihm helfen und werden sagen, das verdankst du Wilbur. Die Hilfe allein reicht, denke ich. Na, das ist schön. Ich bin nicht sehr gut in Abschieden. Sag auf Wiedersehen, nicht Lebewohl. Und halte dich daran. Ich werd's versuchen. Pass auf dich auf. Und pass auf Timmy auf. Das werde ich. Ich glaube, der Plan ist gut und wir haben genug Zeit, um zu trainieren. Timmy und ich werden... Oh, Wilbur! Oh, oh. Oh, Mist. Er hat uns voll reingezogen. Überraschung! Munkus! Ich werde... Da stehen bleiben und nichts tun! Oder willst du, dass den beiden etwas Schlimmes passiert? Ivo, Vieh! Du musst ihn aufhalten, Wilbur! Das ist ja wohl ungeheuerlich, dieser Munkus. Lass Ivo und Vieh auf der Stelle frei, sonst... Sonst? Du hast nichts, womit du mir drohen kannst, Wetterquarz. Der Fellhaufen und die Dicke haben mir oben in der Stadt einen würdigen Kampf geliefert. Aber letztlich hatten sie keine Chance gegen meine Magie, genauso wenig wie du. Ach komm jetzt, Chantal, mach du wenigstens einmal das Richtige, komm. Chantal, zeig dieser Kröte, wozu dein Zauberstab fähig ist. Wie der kleine Engel feststellen musste, als ich ihn geholt und seine Mutter ins Reich der Träume geschickt habe. Was glaubst du, warum ich nicht selber in den Düsterwald gefahren bin, um das Buch zu holen, hä? Ich hatte Wichtigeres zu tun. Es waren 3 Van Buren-Brüder. Der eine schuf diesen erstaunlichen Zauberstab dort drüben, den mächtigsten, den es gibt. Der zweite schuf das Buch, in dem steht, wie man mit ihm Tore zwischen den Welten öffnen kann. Doch der dritte Bruder, der klügste von allen, traute seinen machthungrigen Geschwistern nicht.
Er schuf einen Ring, der ihn vor der Magie seiner Brüder schützte und der auch heute noch gute Dienste leistet. Ach, Mist. Okay, ja, gut, das wäre natürlich praktisch gewesen. Dann habe ich das Buch ganz umsonst geholt? Oh nein, du hast meiner Sache damit einen großen Gefallen getan, Wilbur. Ich wusste, dass du das Buch besorgen würdest, wenn ich dich nur richtig motiviere. Der Widerstand braucht einen Anführer. Und ich kenne keinen größeren Kämpfer für das Gute als dich. Kommt dir das bekannt vor? Du gemeines Scheusal! Danke! Das Buch! Leg es auf das Pult! Auf keinen Fall! Wir beide wissen, dass du es letztlich tun wirst, um deine Freunde zu retten. Nein, Wilbur, tu es nicht! Babalu! Nicht! Das Buch! Sofort! Wilbur! Und deswegen wird am Ende das Böse immer triumphieren. Ihr Gutwesen seid zu mitfühlend. Du, tritt zurück. Du, fang an zu lesen. Es kann noch nicht gut lesen. Versuch es, Schätzchen. No, Nocturis, Mama. Maximalis aeternalis. Du musst ihn aufhalten, Wilbur. Egal, was es kostet. Ich weiß. Ich habe einen Plan. Docnigis paralutus groklack. Oh, Chantal, du bist die Bürste. Ah, ja. Mit ihrem Krönchen. So, was haben wir für einen Plan? Schauen wir erstmal, was gibt's denn hier für Möglichkeiten? Ich kann... Der Spiegel wirft immer noch einen gebündelten Strahl Mondlicht auf den Boden. Genau wie ich gedacht habe. Okay. Kann ich... Sage einmal, Munkus. Was hast du eigentlich mit Remy gemacht? Oh. Der Geist hatte ihn verletzt. Danach war es ein leichtes, ihm einen kleinen magischen Stups über den Rand des Abgrunds zu geben. Warum fragst du? Möchtest du ihm seinen Hut zurückgeben? Nein, ich dachte nur, Timmy sollte das aus deinem Mund hören. Macht dich das nicht ziemlich wütend, Timmy? Gib mir das Buch. Na, oh, Timmy ist der Beste. Nein! Okay. Das war's? Das war dein Plan? Ja, war ja schon mal gut. Du wolltest einen Hexenmeister mit Muskelkraft besiegen? Du, lies weiter! Omnia nunc. Was bleibt einem schon übrig, wenn man selber nicht zaubern kann? Aperuero! Nein! Oh, Scheiße. Sind sie jetzt echt runtergesprungen? Der lasche Öffnen-Zauber? Du hast mich mit einem Kinderzauber reingelegt? Ich wusste, ich musste dich nur lang genug von Chantal und der Maschine ablenken. Und außerdem hat doch funktioniert.
Wie ist der Zauber ins Buch gekommen? Ich habe mich ein wenig mit Buchbinderei beschäftigt. Du nicht? Ich werde dich! Oh Mist. Okay. Na, was gibt's für Möglichkeiten? Hier. Ziehe an dem Hebel mal. Viel schlimmer kann ich meine Situation wohl nicht machen. Der Herr Gnom versucht wieder, sich aus einer gefährlichen Situation herauszuschummeln, was? Bisher hat es immer gut funktioniert. Ja. Was ist auf der rechten Seite? Kriegen wir das irgendwie? Ein Metallrohr, das ins Innere der Maschine führt. Wohin genau oder was es dort macht, kann ich nicht sagen. Kann ich hier irgendwie was? Klettere in die Mitte, betrachte die Rohre. Man sieht, dass die Brüder ständig an der Maschine herumgetüftelt haben. Einiges sieht eher provisorisch aus. Die zwei Rohre hier werden nur von einer Schraubzwinge zusammengehalten. Okay, und was ist jetzt mit dem Schlauch? Schläuche, Kabel, Fiolen, mystische Symbole. Nur Irre können sich so etwas ausdenken. Er ist von dem Schauspiel wie hypnotisiert. Er glaubt, dem Sieg noch nie so nah gewesen zu sein. Okay, wir probieren es nochmal hier in der Mitte. Hab sie. Jawohl. Die nehmen. Na? Die werden die Arme schon schwer? Okay, also das hier muss. Ein Druckschlauch. Warm, dickwandig, unflexibel und mit einer Manschette an der Maschine befestigt. Es geht nicht. Die Manschette. Okay. Ja, das kriegen wir hier mit weg. Und hoffentlich. Komm, Wilbur, du schaffst es. Jawoll. Benutze den Schlauch mit. Was haben wir? Da nach unten? Und jetzt an dem Hebel ziehen, oder? Okay, gut. Erster Teil ist geschafft. Munkus fliegt nach unten. Ich weiß nicht, wie weit es noch hinuntergeht. Ich weiß nur, dass der Aufprall nicht angenehm sein wird. Brauchst du eine Mitfluggelegenheit? Ah, sehr schön. Ivo! Ah, der Weltenretter. Gerettet ist sie noch nicht wirklich, oder? Nein, aber wir haben ihr zu einer weiteren Chance verholfen. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich kein Magier sein muss, um etwas zu bewirken. Ich fand nie, dass du ein besonders toller Zauberer warst. Hehe. Aber warum auch? Du bist erfindungsreich. Du bist hartnäckig. Du brauchst keine Magie. Erzmagier Alistair meinte, wenn man zusammenarbeitet und hartnäckig ist, kann man mehr bewirken als jeder Einzelne. Sogar mehr als er. Vielleicht ist das deine Aufgabe, Leute zusammenzubringen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich könnte es zumindest versuchen. Ja, es ist schön, wie sie so dran stehen. Wo ist Nate eigentlich gerade?
Müssen wir den jetzt auch noch befreien? Oder wie geht's jetzt weiter? Aber ich finde die Situation, wie sie hier gerade so dran stehen, echt schön. Und es war gerade eben ein spannender Endkampf, gerade eben auch. Wir schauen mal. Wir haben einen hohen Preis bezahlt. Alistair ist fort. Wir konnten Remy nirgendwo finden und Captain Nate... Ja, ein hoher Preis. Der Erzmagier hat gesagt, am besten ehrt man die Toten, indem man das eigene Leben in ihrem Sinne lebt. Vielleicht tun wir das schon. Du kümmerst dich um Timmy und seit Nate fort ist, weicht mir das Vieh kaum noch von der Seite. Au! Alles in Ordnung? Das war nur der kleine Pirat da drin. Er ist ein Kämpfer. Wie sein Vater. Wir lassen uns schon etwas einfallen. Immerhin haben wir auch den Erzmagier zurückgeholt. Das war etwas anderes. Meinst du, es gibt gar keine Hoffnung? Ist er das? Es gibt immer Hoffnung. Ja, das war Book of Unwritten Tales. Großes Lob an Jan Theissen, Mark König. Und natürlich Britta Struss, Henrike Jan und die anderen von KingArt Games. Es ist ein absolut geniales Spiel geworden. Und ich bereue es echt, dass ich nicht gleich damals dann noch weitergespielt habe. Mir ist es ja im Wald immer die ganze Zeit abgestürzt und ich konnte es einfach nicht direkt weiterspielen. Jetzt mit dem neuen Rechner hat es funktioniert und ich bin unheimlich froh, dass ich es jetzt noch fertig gespielt habe. Ja, ich werde mich auf jeden Fall als Baker dann beteiligen, wenn die nächste Runde rauskommt. Ich bin schon gespannt. Macht auf jeden Fall wieder so ein Spiel, das ist absolut genial. Ich liebe diese Point-and-Click-Adventures. Und gerade die Art, wie es erzählt wurde. Man konnte sich mit jedem Charakter konnte man sich identifizieren. Es war keine gewalttätige Geschichte, es war eine schöne Geschichte mit vielen schönen Anspielungen. Und ja, ich freue mich auf einen neuen Teil. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, wenn du jetzt wirklich alle Teile angeschaut hast. Vielen Dank dafür. Ich würde mich auch sehr dafür interessieren, was ihr davon gehalten habt. Also, wie fandest du die Geschichte? Habt ihr es gern gespielt und was hältst du da davon insgesamt? Beziehungsweise, was könnte man noch besser machen oder worum wird es dann im nächsten Teil geht? Werden wir Nate zurückbekommen und wie sieht's aus mit dem kleinen Piraten? Es wird sicherlich in der Geschichte wird es dann auch halt eben um das Kind gehen, nehme ich stark an. Und ja, es ist absolut nett. Ja. Ich überlege jetzt gerade, was wir jetzt als nächstes auch machen könnten. Also jetzt bald wird ja natürlich die Switch rauskommen und dann werden wir Sybil van Buren und Ivo's Mother. Ja. Ach, hat die beide gesprochen. Okay. Ja. Und ja, ich möchte, glaube ich, mal wieder ein Point-and-Click. Es liegen noch zwei bei mir auf der Liste drauf, die ich schon lange nochmal spielen wollte. Eines, das ich schon ewig nicht mehr gespielt habe und das andere Uber-Supporters. Naja. Oh, das ist doch schön hier. Auch die Musik ist absolut genial hier. Ja, wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes spielen sollen, dann schreibt das bitte auch unten in die Kommentare. Und was man jetzt großartig machen könnte. Es, ja. An manchen Stellen hätten die Geheimnisse oder die Rätsel ruhig noch ein klein bisschen schwieriger sein können. Leechak Member Mutant League. Okay. nette Anspielung. Ich habe es gerade eben nur gelesen hier. Und der Wald.
war am Anfang ja recht blöd und konnte, aber ich fand es eine schöne Lösung, dass man dann gesagt hat, okay, wenn du mal was entdeckt hast, dann bekommst du die Abkürzung dahin. Dadurch wurde es natürlich dann auch ein bisschen schneller und das hat nicht gelangweilt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die ganze Monkey Island Rätsel. Wenn da immer ein Wald kam oder auch bei den anderen Adventures, da habe ich immer schon Ausschlag bekommen. Weil, man wusste. Ja, nee, ich bin... Oh! Da war ich gerade. Das ist schön. Ja, okay. Was gibt's sonst noch zum Erzählen dazu? Wir können noch ein paar hier grüßen. Bridget Monheim zum Beispiel. Und... Ja, ich bin gespannt, wenn Jan Tyson... Also, es gab ja auch die anderen Spiele von King Art Raven. Wäre auch noch was, habe ich auch noch nicht ganz durchgespielt. Das könnt ihr vielleicht nochmal anfangen. Hatte eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber gerade am Anfang, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, wo es dann... Ja genau, wo gerade der Wechsel war ins nächste Kapitel. Aber vielleicht jetzt, wo alle Teile draußen sind, wäre es vielleicht doch nochmal an der Reihe. Oder an der Zeit, das nochmal durchzuspielen. Oder sollen wir eher was Actionlastigeres wieder machen? Beziehungsweise bei Hearthstone fehlen natürlich auch noch ein paar Teile, die mir da noch ein bisschen fehlen. Meine Frage wäre jetzt, weil es mir gerade auch nochmal zum Spiel... Ich weiß, ich springe gerade gedanklich gerade ein bisschen hin und her immer... Und weiß nicht, was ist jetzt mit Timmy? Bekommt er jetzt die Ausbildung dazu, sodass er seine Wehrratte-Fähigkeiten ein bisschen bekämpfen kann? Wie geht's eigentlich weiter mit Vladi da oben? Wird er noch über die Kleine daherfallen oder was wird da großartig passieren? Ah, ich bin immer noch ganz angewidert, dass ihr das Essen wirklich geschmeckt hat. Ah... Also, ja, naja, der Chefkoch weiß halt immer, was genau drin ist. Und, naja, davor die anderen Kapitel waren auch schön gestrickt. Was ist mit der Mutter in Seefels jetzt? Und bleibt der Mordverdacht jetzt weiter aufrecht? Oder kann Wilbur da dagegen vorgehen? Es ist noch nicht alles geklärt. Und auch was jetzt mit dem ganzen rosa Zauber ist. Ob sie jetzt da dagegen so ein bisschen, oder ob sie das wieder alles gut machen können, auch der Pirat halt eben, wie es da weitergeht. Es sind sehr, sehr viele Cliffhanger, also es löst sich nicht alles auf und da wird es mich eigentlich dann schon interessieren, wie die Geschichte weitergeht. Also jetzt möglichst schnell. Ich hoffe, sie arbeiten schon dran und... Ja, es wird bald einen nächsten Teil geben. Aber dadurch, dass es so erfolgreich war, gerade dieser Teil hier, denke ich, werden wir nicht lange drauf warten müssen. Dumm, dumm. So, schöne Grüße auch hier an Michael Römer, der hier auch noch mit dabei steht. Es ist unglaublich, welche Unterstützung dieses Spiel bekommen hat. Und Kingard gehört halt eben zu einem bisschen deutschen Schmieden, kann man schon sagen. So, wir sind schon bei P. Schöne Grüße an Pascal Hecker, an den Patrick Arns und natürlich an den Paul Gilbert. Und ja, der gute Peter ist auch mit dabei. Pixel Hunter, schöne Grüße. Ob ich es zu kurz fand? Nee, es hatte genau die richtige Länge eigentlich. So, wie hätten wir die Geschichte sonst weiter noch stretchen können? Klar, so diese Sondergeheimnisse. Noch weitere Outfits zu finden, wäre natürlich auch cool gewesen. Das hätte man noch schön reinmachen können. Aber ansonsten, nee, war schön gemacht. Aber dieses Rätsel jetzt hier mit der durch die Dunkelheit gehen oder mit den Büchern und dem Buchbinden. Vergangenheit war ein absolut klasse Level.
Ich habe mich totgelacht darüber. Und ja, auch die Quest beim Piraten oben. Denke ich gern dran zurück. Absolut. So, wir sind schon. William Cole hat auch mitgespendet. Wolfie. Xenios ist natürlich. Und natürlich alles in Unity 3D gemacht. Absolut klasse. Ich wäre echt mal. Ich habe auch probiert, ein bisschen Unity 3D zu machen, aber ja, meine Spiele sind so ein bisschen. Ja. Waren kleine Tests und. Brauchst du Hilfe? Oh. Oh nein. Es war eine Zeitfalle oder irgendwas. Ja, das war's. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Book of Unwritten Tales und beziehungsweise bei einem anderen Spiel. Und ja, war schön, dass du mit dabei warst. Ich freue mich auf eine nächste Runde.